Hey Leute und willkommen zu der ersten Folge von der FIFA 20 Vollversion. Hier und heute spielen wir eine Trainerkarriere mit Greuther Fürth. Zusätzlich wird es zu FIFA dann natürlich die nächsten Tage und Wochen ein bisschen Ultimate Team geben, eine Torwartkarriere, wo ich einen Torwart alleine steuere und natürlich diese Trainerkarriere weiter richtig gepusht. Mal schauen, ob es nebenbei noch ein paar andere Sachen gibt. Aber natürlich gibt es nebenbei auf meinem Kanal auch noch ein bisschen PES. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf FIFA. Also es wird auf meinem Kanal nicht nur PES geben, definitiv. Beides einfach aus verschiedenen Gründen. PES ist Gameplay, finde ich cool. Und FIFA hat einfach den Spaßfaktor und die Lizenzen und bla bla bla. Also beide auf jeden Fall ganz cool. Warum eine Trainerkarriere mit Greuther Fürth? Ja, ich wohne in der Nähe von Fürth bzw. Nürnberg und ich bin da öfter mal im Stadion und deswegen habe ich mir gedacht, weißt du was, da machst du doch mal eine Trainerkarriere mit Greuther Fürth in der zweiten Liga. Der Schwierigkeitsgrad, den habe ich jetzt erstmal auf Weltklasse gestellt, der wird aber, falls es zu einfach ist, sofort hochgeschraubt. Aber ich habe FIFA 20 noch nicht eine Sekunde angezockt. Die Demo klar, aber hier die Vollversion nicht eine Sekunde gespielt, deswegen keine Ahnung, wie der Schwierigkeitsgrad passt, deswegen ist mir auch relativ egal, wir werden das dann dementsprechend hochstellen. Aber mein beschissener Controller, der eigentlich richtig cool ist, funktioniert auf dem PC nicht. Das ist so dumm einfach. Ich habe jetzt 1,5 Stunden es nicht geschafft, seit dem FIFA-Release den scheiß Controller zum Laufen zu bringen. Jetzt werde ich ein bisschen mit der Maus hier agieren und im Spiel funktioniert der Controller dann. Das ist richtig komisch, aber ich werde das jetzt für die heutige Folge so machen, vielleicht auch für die nächste, weil ich schon was im Voraus aufnehme. Keine Ahnung, mal gucken. Jo, das ist auf jeden Fall der Trainer, der Michael Mike. Michael Mike. Ja, den habe ich mir erstellt, den werdet ihr noch oft genug sehen, denke ich mal. Falls ihr übrigens neu auf meinem Kanal seid und natürlich diese ganzen Sachen zu FIFA oder auch PES nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne mal ein kostenloses Abo dalassen und vielleicht sogar die Glocke aktivieren. Schön, dass so. Wir alle da sind. Dann beginnen wir mit den Fragen. Pressekonferenz Fürth gegen Aue. So, hier haben wir auch ganz viele Hintergrundgeräusche. Wie laufen die Vorbereitungen, werden wir gefragt. Wir arbeiten jeden Tag hart. Kann das Team aus der Abstiegszone wegbleiben dieses Jahr? Ich hoffe es. Konstanz ist entscheidend. Das ist auch bei Fürth in echt so, finde ich. Also sie spielen am Anfang der Saison immer recht gut. Und am Ende auch, aber so dieses Zwischendrin, das ist da, da fehlt irgendwie das dauerhafte Gutsein, sag ich mal. Werden vor Ende des Transferfensters noch weitere Spieler gekauft? Ne, wir sind gut besetzt und wir können auch gar nicht kaufen. Ich habe nämlich das Transferfenster ausgestellt, weil das soll ja nicht unrealistisch sein. So, ist natürlich cool gemacht. So, mehr Zeit bleibt uns nicht mehr. Ich möchte mich bei allen herzlich bedanken. Und sogar vertont, wie ich das gerade höre. Bin echt gespannt, wie wir diese Saison bestreiten werden. Ihr könnt mir natürlich dauerhaft gerne Tipps und Tricks in die Kommentare schreiben, wie euch das gefällt. Auch gerne mal eine Bewertung da lassen, falls ihr Lust habt. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt nach langem Gelaber rein ins erste Spiel. So Leute, wir spielen zu Hause im Sportpark Ronhof. Leider nicht lizenziert, aber ein paar Stadien sind hier jetzt lizenziert, auch in der zweiten Liga. Hannover, Stuttgart, wer ist noch abgestiegen? Also Hamburg ist auf jeden Fall noch und Nürnberg, genau, Nürnberg. Die vier Stadien gibt es auch in der zweiten Liga und falls wir es schaffen sollten aufzusteigen, dann kriegen wir ganz, ganz viele Stadien zu sehen. Okay, gegen Erzgebirge Aue wird interessant. Fürth hat das erste Spiel gegen die verloren in echt. Und sonst dann ungeschlagen. Leider sehen die Spieler echt schrecklich aus. Also der Torwart ist egal. Wir starten rein, schauen wir mal, wie es läuft. Und dann hoffentlich sehen wir ein paar Tore. Auf jeden Fall haben wir hier offizielle Bandenwerbung, sehe ich. Also das sehe ich auch immer im echten Stadion, das was hier durchläuft. Oh, was ist das denn? Kurz vorm 16er, warum war es nicht einen Meter später? Rot für Dominik Vidra, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie der ausgesprochen ist, wird.
rote Karte auf jeden Fall für Aue. Das ist eine gute Chance dementsprechend für uns, hier was zu reißen allgemein im Spiel. Freistoß habe ich noch nie so richtig gemacht. Von daher weiß ich nicht, wie man das machen soll. Aber ich glaube, wenn man so zielt und dann den so reinkurven will, das müsste funktionieren. Nee, aber mit Fürth ist es sowieso absolut schwierig. Aber das kriegen wir schon noch irgendwann raus. Das war jetzt der erste Freistoß in FIFA 20 für mich. Aber wir sind auf jeden Fall ein Mann mehr und das in der 15. Minute schon. Vielleicht ist was drin hier. Und jetzt ist es das Tor und es zählt nicht. Alles zählt nicht. Abseits. Video Referee muss eigentlich her. Ah, ganz, ganz knapp. Kurz vor der Halbzeit. Der Treffer zählt nicht. Aber es ist halt echt so, man muss sich in das neue FIFA immer ein bisschen reinfuchsen. Es funktioniert noch nicht alles so, wie ich das haben will. Zum Beispiel so ein Pass, der muss einfach besser kommen. Aber da muss ich mich reinfinden, was funktioniert nicht. Wie kann ich spielen? Naja, aber das kriegen wir schon alles hin. Und in die Richtung, wo wir jetzt gerade gespielt haben, da machen die Fürther sowieso nie Tore, weil da sitze ich. Immer wenn ich im Stadion bin, ich gehe jetzt nicht jedes Spiel, aber immer wenn ich da bin, in die Richtung, wo ich hocke, fast nie ein Tor, zumindest nicht von den Fürthern. Immer in die andere Richtung und in die spielen wir jetzt, in der zweiten Halbzeit. Und Keita Ruel, zu schwach. Ah, oh, was für ein Abschluss war das denn? Und ja, da ist das erste Tor. 1:0. 67. Spielminute. Und natürlich mit der Torhymne. Ich hoffe, das ist die richtige Torhymne, die ich hier gerade einspiele. Und ich hoffe nicht, dass sie eine neue haben. Das habe ich nämlich nicht mitgekriegt. War zwar letztens erst im Stadion, aber ich habe da gar nicht drauf geachtet. 1:0. Seguin ist es, der es macht. Defensiver Mittelfeldspieler, glaube ich, bei uns. Ja, kaum spielen wir in die Richtung. Schon geht was nach der Ecke. Oh, was ein toller Pass auf Keita Ruel. Und der muss jetzt gut abschließen. Mann, ey. Da werden wir draußen auch mal eingeblendet. Oh, das ist mies. Das ist mies gewesen. Und da kommt Aue. Sascha Burchert hält. Zum Glück, das wäre gar nicht cool gewesen jetzt. Komm jetzt, Keita Ruel, die nächste Möglichkeit. Und er vergibt auch die. Das ist doch nicht mehr zum Aushalten mit dem Typen, ey. Was ist das denn? Und jetzt ist es Green. Wir haben jemanden in der Mitte. Und dadurch können wir es erzielen. Wenn ich selbst abgeschlossen hätte, wäre es wahrscheinlich wieder nichts geworden. Erstens kann ich die Schüsse noch nicht so gut. Zweitens ist Fürth nicht so die Mannschaft, die mega die starken Spieler hat, die da krasse Werte für haben. Aber wir haben zu dritt angegriffen. Rogota auf Green, Green auf Nielsen. Und dann ist es das 2:0. Und Keita Ruel bekommt nochmal eine Chance. Keita Ruel, diesmal mit mehr Kraft und volle Möhre rein. 3:0, yes! Und wie sage ich es, wie habe ich es gesagt, alle Tore in die Richtung. Naja, das war jetzt einfach das Spiel für ihn. Endlich mal, der Torwart war nämlich ganz schlecht gestanden. Ich bin so nah aufs Tor zurennen können, es waren 7 Meter oder so. Auch da kann er ihn verschießen, das traue ich ihm auf jeden Fall zu. Aber ja, hat er gut gemacht und wir gewinnen das Spiel. Das erste Saisonspiel zu Hause mit 3:0. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Weiter geht's. Es geht zum Interview nach dem Spiel. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Kein Ding. Schade, dass Sie dann das nicht auch vertont haben.
Okay, wie zufrieden sind Sie mit dem Sieg? Die Jungs haben 100% gegeben, würde ich sagen. Also das war ein super Spiel. Mir gefällt die mentale Einstellung. Ich hoffe, dass wir auch weiterhin so spielen werden. Die Antwortmöglichkeiten darauf sind ja richtig dumm. Hätten Sie mit einem engeren Spiel gerechnet? Kompliment an den Gegner, kein Problem. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, Kompliment an den Gegner, sage ich einfach, keine Ahnung. Also, ja, die waren ja auch nicht schlecht, also sie haben ja auch lang durchgehalten. Aber mit der roten Karte hatten wir halt dann ein bisschen bessere und einfachere Chancen, würde ich mal sagen. Hätte das Spiel auch anders laufen können? Ja, das ist jetzt so gelaufen und ich würde sagen, ich konzentriere mich auf nächstes Spiel. Wir haben die 3 Punkte geholt, haben unser Ziel erreicht, 3 Tore auch geschossen. Und das ist mir eigentlich... Danke für dieses Gespräch. Ja, kein Ding. Tschüss. Spiel Nummer 2, St. Pauli gegen Fürth. Wäre natürlich cool, wenn wir bis FIFA 21 auch die zweite Liga hier schön lizenziert haben. Dass die Fans dann hier auch St. Pauli rufen und so. Also St. Pauli ist ja echt, haben echt gute Fans, würde ich mal behaupten. Und schauen wir mal. Fürth hat auf jeden Fall ein echt 3-1 gewonnen. Weiß ich nicht, ob ich das hinkrieg. Vor allem jetzt haben die ja noch keine rote Karte. Bin gespannt, wie das so läuft. Mal gucken, hoffentlich natürlich gut. Okay. Die Fans scheinen sogar St. Pauli. Es sind offensichtlich nur die Stadien nicht lizenziert in der zweiten Liga. Ich habe vorhin zwar kein Kleeblatt Fürth rufen hören, aber St. Pauli scheinen die Leute hier gerade. Fürth hat ja auch jetzt nicht so die lautstärksten Fans, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und Nielsen! Starke Chance! Frage ist, wie viele und von wie vielen Mannschaften haben sie das eingebaut? Oh! Und jawohl! 1-0! 33. Spielminute. Wir drücken schon ein bisschen. Ist eigentlich ungewöhnlich. Haben wir auch gegen Aue nicht gemacht. Hier machen wir es. Und deswegen absolut verdient jetzt dann nochmal das 1-0. Kann man auf jeden Fall mal machen, diese Kamera, ey, dass die immer kommen muss bei irgendeinem Volley oder so. Das war nichts Besonderes. Aber auf jeden Fall sein zweites Saisontor von Harvard Nielsen. Das ist auf jeden Fall interessant, dass der uns schon sein zweites Saisontor beschert. Ja, kann man auf jeden Fall machen. 1-0 auf St. Pauli in Hamburg oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Wow, was war das für eine bockstarke Aktion? Von wem auch immer. Ich weiß nicht wer und ich weiß nicht wie. Aber das war auf jeden Fall interessant. Und da ist das 2-0. Direkt nach Anpfiff. Daniel Keita Ruel. Yes. Das war schön gespielt. Schön gespielt und auch den Querpass gemacht. Auch er, sein zweites Saisontor bei uns im zweiten Spiel. 2-0 für die Vierte und jetzt ist es an der Zeit für St. Pauli auch mal Gas zu geben. Und es zählt nicht. Ja, war schon fast klar. Ich dachte schon, es ist abseits, aber er hat nicht gepfiffen. Wäre das 3-0 gewesen, abseits. Und jetzt kommt St. Pauli, Burchert. Ja, Sack zugemacht, 3-0. Krass. Es werden schon wieder alle schreien, boah, stell den Schwierigkeitsgrad hoch. Ja, ja, ich habe ja gesagt, wenn ich es vonnöten halte, werden wir es auf jeden Fall direkt machen. Im ersten Spiel habe ich es nicht vonnöten gehalten, weil rote Karte und in Anführungszeichen nur in der zweiten Halbzeit dann losgelegt. Und jetzt kommt St. Pauli. Sascha Burchert, was eine Mega-Parade.
Auch wenn es sowieso abseits gewesen wäre. Weiß nicht, zeigen sie nur das Abseits oder auch die Parade? Nur das Abseits, so wie es scheint. Und das ist sein Hattrick. War fast noch knapp. Es ist sein Hattrick. 4:0. Ein Anzeichen für Schwierigkeit höher. Fans pfeifen, buhen. Wir feiern. Sein 4. Saisontor. Sein 3. am heutigen Tag. Hattrick von Nielsen. 4:0 gegen St. Pauli. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Nichtsdestotrotz ist die Folge damit beendet. 4:0. Kein einziges Tor kassiert in der heutigen Folge. Und ganze 7 geschossen. Leider hier keine Tore mehr auswärts. Schade. Gut, das war's von der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine... mal eine Bewertung da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein. Bis dahin und ciao, ciao.